Recht herzlich willkommen zur, glaube, 140. Folge vom Kerbal Space Programm. Ich bin wieder drin im Spiel, wie ihr seht. Ich habe Kommentare bekommen und habe das erste, was ich sagen will, ein Problem mit dem Care gehabt. Das Spiel startet dann nicht. Ich muss da nochmal reinchecken, ob da irgendwie beim Download oder irgendwas schiefgegangen ist. Der Dralo hatte mir definitiv geschrieben, dass ich wahrscheinlich hier ab hier erstmal diesen Adapter wegnehmen soll und dass das nichts bringt, auf Deutsch gesagt, hier zu verjüngen. Das heißt, das ganze Werk ab hier ist eigentlich über. Habe ich jetzt weggetan. Das soll auch noch weg, hat der Dralo geschrieben. Der Mordrak hat mir geschrieben, dass ich wahrscheinlich nur ein Solarpanel irgendwo dran gemacht habe. Ich sehe jetzt gar keins. Dann gehen wir mal gerade erstmal auf Solarpanels Suche. Ah ne, es ist ein einklappbares, da ist es. Das bedeutet, wir machen da wieder drei dran. So, jetzt ist es glaube ich mit dreien unterwegs. Ne? Ja, genau, passt. Die Antenne war da, der Gu war gegenüber fast. Ah, es ist... Die Frage, ist das überhaupt ein Fenster? Ich glaube schon, ne? Auf der anderen Seite, man könnte das Ganze ja auch hier oben hinschrauben. Na, lassen wir jetzt da, oder? Erstmal das da wieder noch anwählen. So, jetzt nochmal. Der sitzt jetzt da richtig. Der Gu müsste jetzt... dort sitzen. Der ist jetzt aber dreifach und wahrscheinlich habe ich die Antenne jetzt auch mittlerweile dreifach, oder? Sollte aber hier sitzen. Wenn man von der Ladeluke aus dran... von der Ladeluke aus auch gut, ne? Von der Dingens aus dran kommt. Das hatte der Dralo geschrieben, ne? Dass das Sinn macht. Das so zu machen, dass man auch beim Ein- und Aussteigen an das Instrument kommt, ne? So, Solarpanels 3, Fallschirme auch 3. Die lassen wir jetzt so. An Flagger, seht ihr, das hat geklappt. Mit dem Care hat nicht geklappt. So, jetzt haben wir nur den... Was war das jetzt? Hitzeschild und das sind die Kappler. Okay, passt. Den brauchen wir auch noch. Und dann hat der Dralo mir halt geschrieben, dass ich gucken soll, der dicke, fette Tank. Dieser hier. Hat genauso viel Sprit drin wie der dieser hier. Ne? Da Fuel 360 und der auch. Da kann ich das auch so lassen. Dann bräuchte ich mich nicht Adapter einbauen. Die sollte ich auf jeden Fall weglassen. Die Leitern sollte ich auch weglassen. Und dann brauchte ich noch die Terrier. Die sollte reichen, hat er geschrieben. Das kleine Ding da drunter, ne? Okay, wenn das so ist, dann ist das so. So, jetzt müssen wir da noch die Landebeine wieder dran machen, denke ich. Jetzt die Frage, welche das waren. Das sind Räder, dann muss es das sein. Und vier Stück davon. Und das sieht gut aus, oder? So. Sieht super aus, oder? Das würde bedeuten, wir brauchen wieder einen Decoupler. Ja, war es der? Ja. Geht aber nicht, oder was? Ah, da, okay. Sieht ein bisschen komisch aus, ist aber halt so. Verkleidungsmäßig wäre es schöner, wenn es dann ordentlich wäre, ne? Aber ist nicht so. Gut, das bedeutet, das ist eine neue Stufe. Das ist alles gut. Die beiden kommen ineinander. Genau.
Und dann muss hier irgendwo das rumschweben, was ich noch brauche. Machen wir Minus. Und das muss da dran. So, jetzt haben wir das Kern natürlich nicht. Da können wir jetzt nicht sehen, wie viel Schub die Kiste hat. Das war Mordrak schrieb, dass das halt noch ein Problem ist. Dass das nicht passt. So, da gucken wir nochmal rein. Er hat das ausprobiert, so wie ich es habe, mit Care. Mein Care geht leider nicht. Wäre schön, wenn das jetzt schon drin wäre. Vielleicht wird das heute eine Kurzfolge, bis ich das dann in der Woche drauf dann geschafft habe, das Care einzubauen. Danke nochmal, Mordrak, dass du mir das mit dem Beschreibungstext gesagt hast, dass ich da was Falsches drin hatte. Das habe ich geändert. Ja, die Landung auf Minmus ist möglich, hat er mir geschrieben, ist aber wackelig und es bleibt nicht viel Sprit über, die bei seinem Testflug rausgekommen sind. Bei meinen war es natürlich, bei mir ist es natürlich so, dass er auch geschrieben hat, so dass ich wahrscheinlich erstmal noch so einen kleinen Umweg fliege und dann reicht sowieso nicht, weil ich nicht der Profi bin. Ja, da haben wir dann so ein kleines Problem damit, ne? Aber wir könnten natürlich jetzt auch dann sagen, gut, wir nehmen ein bisschen mehr mit. Und das wäre jetzt dann auch machbar eigentlich, ne? Ist ja kein Ding, oder? Wir können das ja hier nochmal mit einem größeren Tank machen, ne, oder? Und der ist schon richtig fett. Dann nehmen wir doch den. Nee, doch, muss ich nochmal dran machen, ne? Mach das ab. Das. Sind jetzt die Beinchen da dran, ne? Weißt du was? Geht auch so, oder? Dann habe ich genug Sprit auf jeden Fall mit, ne? Würde ich sagen. Schauen wir dann mal, ne? Hatte ich hier den Sprit rausgemacht? Ja, ne? Ja, habe ich. Gut. Solarpanel ist dran, jetzt dreimal. Das war noch das, was der Mordrak mir geschrieben hat. Der Kehr läuft nicht, ist auch klar. Achso, Luftleitbleche hatte der Mordrak noch geschrieben, wären vielleicht sinnig. 4 zu haben. Die würden dann da sitzen, aber wie... Ne, das machen wir dann nochmal auf 2. Könnte man so festmachen, oder? Triebwerke sind jetzt zu niedrig durch den zusätzlichen Tank. Muss man da nochmal hoch. Weiß nicht wie viel noch, aber es kann nicht mehr viel sein. Sieht gut aus, oder? Können wir so lassen, denke ich. Die haben wir dann auch drin. Der zusätzliche Tank hat er geschrieben. Gucken wir mal gerade, welche das war. Ne, das sind Triebwerke, nicht Tanks. Zusätzlichen Rocom Max X216. X232, das wäre der 8er. Ah, den zusätzlichen Tank. Okay, den dann dahin oder wo? Das ist die Frage. Das weiß ich jetzt auch nicht. Wenn wir den da noch zwischenbauen sollten, aber ich würde ihn ja da rein. Das, ich denke mal, das könnte so sein, dass das geht. Aber das müssen wir dann ausprobieren, ne? Okay, das wissen wir dann noch nicht. Okay, das war das. Der Dralo hatte, wie gesagt, das mit den Adaptern moniert und dem Tank. Das habe ich dann gemacht. Die Terrier habe ich als Landetriebwerk drin, das ist auch richtig. Und ja, die Leitern sind weg. Eigentlich sollte das Ding dann jetzt so weit sein, dass es funktioniert, oder? Weiß ich aber noch nicht, das ist jetzt die Frage, ne? Das müssen wir uns dann nochmal genau angucken, ne? Ja. Das. Tank, das mit dem Care ist jetzt echt ärgerlich. Antenne haben wir dran. Instrumente waren auch alle dran, ne, oder?
Thermometer, Barometer, das Q ist da. Wir gucken mal. Oh, keine. Also da. Besatzungsmäßig haben wir einen Pilot, einen Engineer, einen Scientist. Den haben wir hier noch. Einen Elster. Sollen wir Podke pushen? Oder lieber einen. Ich glaube, wir pushen Podke, damit wir einen fähigen Mann haben, ne? Und Engineer hätten wir hier auch noch jemanden, der ein Sternchen hat, ne? Dann kriegt er auch 2 Sterne. Ich glaube, das machen wir, weil der hat ja schon einen gehabt, der andere Engineer, ne? Der Displays oder wie auch immer heißt. Ich glaube, das ist schon gut so, ne? Machen wir das so. Bob, Jota und Podka. Dann kriegen die alle ein Sternchen mehr, oder wie ist das? Gut. Soweit würde ich sagen, ist es erst. Ich schaue dann, aber ich habe noch ein bisschen den Hals voll. Ich schaue noch ein bisschen zu, dass ich das so mit dem Care hinkriege. Und ihr sagt mir nochmal was zur Rakete, ob wir damit weiterkommen. Und wenn wir dann soweit nichts vergessen haben. Achso, wir können hier auf jeden Fall noch rein. So, das ist klar, das. Wer ist denn das hier? Jetzt. Wer ist denn da unten mit drin? Ah, er da, okay. Dann muss er mal auf jeden Fall raus. So, das startet mit dem. Passt. Das. Okay. Die beiden sind schon richtig, aber der muss nach dahin, ne? So, jetzt nochmal die beiden. Ja. Dieses kann jetzt weg dadurch wieder. Die beiden, ja. Die beiden. Wo ist er jetzt? Die beiden, ja. Dann da und dann da. Passt. So. Sollte eigentlich funktionieren, ne? Sieht auch ganz schick aus, oder? Alles klar. Dann würde ich aber erstmal sagen, soll es für die Runde reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal mit dabei wieder seid. Bis dann. Tschüss.